Die Wirkung ist die gleiche. Mit Nein lehnst du jemanden ab und mit Enthaltung sagst du, es ist dir egal. Warum haben wir dann Enthaltung und Nein separiert auf dem Wahlzettel? Weil es eben nun mal so ist. Tut mir leid, das kann ich so nicht akzeptieren. Wir hatten irgendwann mal auch eine Bedingung da drin, dass wir mehr Ja- als Nein-Stimmen haben müssen. Gilt das dieses Mal auch? Weil das war meines Erachtens die Begründung dafür, dass wir Ja, Nein und Enthaltung hatten. Es steht in der Wahlordnung einfach nicht drin, wie zu wählen ist. Es steht nur absolute Mehrheit drin. Ja, man kann natürlich das Kreuz für Enthaltung weglassen, ja, aber hey, es ist, die Diskussion ist sinnlos. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ich habe einen wichtigen Hinweis, weil es gerade fälschlicherweise gesagt wurde, man könnte das mit der Mehrheit, relative Mehrheit ändern für die Beisitzer. Das ist gemäß Parteiengesetz verboten. Wir brauchen eine absolute Mehrheit bei Parteiämtern für die Wahl. Um darauf hinzuweisen, ich habe auch einige Gerichtsurteile schon gesehen dazu. Es darf niemals eine Enthaltung gewertet werden, wie eine Na- oder Ja-Stimme, weil das verfassungsrechtlich... Hallo, es geht um Fragen zum Wahlverfahren. Es geht nicht um Erklärungen zum Wahlverfahren oder Ähnliches. Ich glaube, Erklärungen habe ich hinlänglich abgegeben. Wenn du eine Frage dazu hast, kannst du sie gerne stellen, aber nur Fragen und bitte keine Vorträge zum Wahlverfahren. Danke. Geht nicht? Okay, dann frage ich so. Die absolute Mehrheit, zählt die zu den abgegebenen Stimmen oder im Sinne der gültigen Stimmen? Also, dass die ungültigen in diesem Fall, die Enthaltungen, nicht mitgezählt werden bei den 50%? Ungültige Stimmen zählen mit. Danke. Ich meine mich zu erinnern, dass wir die Sache mit der Enthaltung mal eingeführt haben, weil es bei Kandidaten nicht zulässig war. Die Frage ist, ist das in diesem Fall anders? Also ist in diesem Fall es explizit zulässig, dass Enthaltungen als Nein-Stimmen gewertet werden? Und die zweite Frage ist, macht es dann nicht Sinn, die Enthaltung tatsächlich einfach wegzulassen, um den Wahlzettel einfacher zu gestalten? Hätte man machen können. Die Stimmzettel sind halt jetzt da und ich glaube, es geht schneller, wenn wir es jetzt einfach so machen. Und es steht halt nur mal in der Wahlordnung drin, dass die absolute Mehrheit zählt. Gibt es noch weitere Fragen zum Wahlverfahren? Nein? Gut, dann möchte ich mal den Jan Leutert bitten, herzukommen, wo auch immer er sein mag gerade. Was? Sind alle Wahlhelfer da? Oder wo sind sie alle? Seid ihr alle? Sind im Wahlraum? Sind die Wahlhelfer mitsamt der Wahlurne im Wahlraum? Gut, dann bitte ich, sich zwei Wahlhelfer jeweils eine Urne zu nehmen und sie in den Wahlraum zu transportieren. Wir brauchen drei Wahlhelfer für drei Wahlurnen zum Transportieren. Geh mal zum Wahlraum hinten. Die Wahlhelfer mitsamt der Wahlurnen bitte in den Wahlraum. Wenn das geschehen ist, dann kann ich nämlich den Wahlgang eröffnen. Nein. Prüfen wir dann gleich. Was?
Ja, genau. Das Problem ist, wir tragen die doch herum danach. Das ist doch witzlos, dass ich die jetzt zeigen lasse. Okay, die Wahlhelfer bitte nochmal kurz zurück an den Eingang mit den Urnen. Die drei Wahlhelfer mit den Urnen bitte an den Eingang zum Raum. Mag jemand bitte den drei Wahlhelfern sagen, dass sie zum Eingang kommen mit den Urnen? Das ist blöde, wenn der Wahlraum irgendwo anders ist als der Wahlraum. Die drei Wahlhelfer kommen mal bitte rein und zeigen der Versammlung, dass die Urnen leer sind. Können sich alle davon überzeugen, dass die Wahlurnen leer sind? Ja, wunderbar, dann verschließt bitte die Urnen. Bringt sie wieder in den Wahlraum hinein. Und damit eröffne ich jetzt den ersten Wahlgang. Entschuldigung, würdet ihr freundlicherweise das Kamerateam darauf aufmerksam machen, dass ihre Dreharbeiten dahingehend einzuschränken sind, dass das Geheimnis der Wahl erhalten bleibt? Und noch eine Bitte an die Technik. Hallo, liebe Technik. Würdet ihr freundlicherweise für die Dauer des Wahlgangs das Saalmikrofon schließen und das Rednerpult auf Null drehen, bitte? Danke, weil während des Wahlgangs, damit niemand während des Wahlgangs irgendwie plötzlich zum Mikro sprintet und irgendwas Falsches sagt. Danke. Du bist jetzt ganz alleine. Danke. Oh, ich bin ganz alleine.
Hallo? Hallo, hallo. Habt ihr denn schon alle gewählt? Wer noch nicht gewählt hat, möge sich bitte in die Schlange vorm Wahllokal begeben, denn dieser Wahlgang wird sonst geschlossen in einer Minute. Und in einer Minute stelle ich mich dahin ans Ende der Schlange und dann wählt keiner mehr. Also alle, die noch nicht gewählt haben, bitte jetzt zum Wahllokal. Danke.
liebe Piraten, es gibt mehrere Vorschläge, was wir Sinnvolles tun könnten, während die Wahl ausgezählt wird. Auf dem... Irgendwie habe ich das Gefühl, mir hört keiner zu, die machen munter weiter und... Okay, für die 3 oder 4 Leute, die mir trotzdem zuhören, gibt's auf dem Beamer eine Liste von Möglichkeiten, womit wir uns die Zeit vertreiben könnten. Also sinnvolle Dinge. Halt nicht so schnell, mach nochmal zurück. Bis ja. Also wir könnten zum Beispiel Katar und Kine. Was? Kine ist inzwischen da. Wenn nicht, dann eben Katar mal sprechen lassen über den internationalen Aktionstag für die Privatsphäre. Oder wir könnten uns eine Vorstellung der AG Presse anhören. Oder einen Bericht zum Strategiecamp der Bundestagswahl. Oh, ich ploppe zu viel, ich bitte um Entschuldigung. Oder wir könnten eine Abrechnung von Aufwendungen und wie die Partei profitiert. Kleiner Vortrag von Jürgen. Oder einen Bericht zur internationalen Koordination von Justus. Oder eine Aktion zu Drohnen von Chris. Oder ein Treffen der Piraten in der Großregion Braunschweig. Geht's danach noch weiter? Nee, das war das Pad. Also es gibt schon einige Vorschläge von sinnvollen Dingen, über die wir hier sprechen könnten. Und der Jan Leutert steht am Saalmikrofon und möchte was sagen. Und deswegen bitte ich die Technik, das mal schon offen. Das ist schon erledigt. Das war ich bräuchte mal ganz kurz den Herrn von der Akkreditierung hier am Akkreditierungsschalter. Der Mensch, da bist du ja. Okay, gefunden, danke. Ich würde vorschlagen, weil die Vorschlagsliste chronologisch geführt wurde, nehmen wir mal ein Meinungsbild der Anwesenden. Nein? Die ist abgeschlossen. Soweit ich informiert bin, ist der Wahlgang geschlossen und die Auszählung läuft. Wurde das eigentlich schon öffentlich angesagt? Nein? Gut. Also dann können wir das noch nicht tun, aber wir können da reden, ob wir es tun wollen, sobald wir eine Möglichkeit dazu haben. Und deswegen mal so eine Frage informell, so als Meinungsbild. Möchtet ihr einen dieser oder mehrere dieser genannten Vorträge hören während der Pause? Dann zeigt mir mal eine Stimmkarte. Ja, oder Gegenprobe, wer möchte lieber einfach so frei Pause machen quasi? Okay, also die Versammlung deutet mir mehrheitlich im Meinungsbild an, dass wir das eine oder andere davon hören sollten. Deswegen warte ich jetzt mal auf die Mitteilung des Wahlleiters, ab wann wir das tun können. Und wenn es soweit ist, dann meldet sich die Versammlungsleitung nochmal. Und dann hören wir den einen oder anderen Vorschlag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt jetzt weiter Pause machen.
habe ja beide keine Hausaufgaben für heute. Warum? Ich glaube, die lassen sich mal leise. Warum? Jetzt erstmal Wiederholung Wahlgang und wenn sie es immer noch nicht hinkriegen will, dass die Zahlen übereinstimmen, dann wird wahrscheinlich neu akkreditiert. Ist nicht geil. Kann Akkreditieren so schwer sein? Was waren die? Die haben unterschiedliche Akkreditierungszahlen, oder? Stimmzettel und akkreditierte Piraten stimmen nicht überein. In einem Ausmaß, wo man nicht sagt, passt schon. Im Sinne von zu viele Stimmzettel, oder? Richtig. Oh, okay. Das ist seltsam. In die andere Richtung ist ja wurscht. Ist ja normal, dass nicht unbedingt alle Akkreditierten abgestimmt haben. Außerhalb unseres Wissensbereiches. Ist gerade versammlungsleitermäßig irgendwas passiert, was ich nicht mitgekriegt habe? Piratenpartei NDS Versammlungsleiter 2. Mich hat davon irgendjemand das dann hingekriegt, ja. Die Frage ist, wieso stehen da zwei Nullen davor? Könnte es falls über 100. Falls es 100. Falls es 999 Versammlungsleiter gibt, bin ich, ja. Dann will ich aber Nummer 1000 sein. Ich geh kurz. Da ist auch Mike. Ja. Ich weiß, wo der Raum ist. Tina? Die Versammlungsleitung verlässt kurz den Saal. Die Orga wird gebeten, alle Mikrofone zu schließen und für die Saalordnung zu sorgen. Bevor alle geschlossen wird, ich hätte gerne mal vier Wahlhelfer zu mir hier vor. Optimal welche, die nicht stimmberechtigt sind.
So, ja. So, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir ein kleines Problem. Also wir haben ein Ergebnis. Das ist schon mal eine mehr oder weniger gute Nachricht. Also wir hatten jetzt gerade, also laut Akkreditierung, die wir auch nochmal kontrolliert haben, haben wir 149 akkreditierte Mitglieder hier. Nach doppelter Auszählung und auch Kontrolle, was wir gedruckt haben, haben wir 164 Stimmzettel ausgegeben, die auch ausgefüllt und abgegeben wurden. Jeder, der zweite Klasse Mathe hatte, kennt den Unterschied. Wir machen jetzt gerade zwei Dinge. Die erste schnelle Lösung, um mal ein bisschen zu kontrollieren, ist, ihr verlasst jetzt alle den Saal, Moment bitte, ihr verlasst jetzt alle den Saal durch eine der beiden Türen. Wir streichen euch kurz ab und dann haben wir in 5 Minuten eine Anzahl, wie viele Leute hier drin sind. Wie wir dann weiter vorgehen, das wird gerade hinten besprochen, nur dass ihr ungefähr wisst. Und dann können nämlich auch die Raucher gleich wieder rauchen gehen. Deswegen haben wir euch jetzt gerade alle reingeholt. Also wenn ich jetzt vorne an der Tür bin, dann könnt ihr durch eine der beiden Türen rausgehen. Ihr werdet kurz gestrichelt und dann könnt ihr dann in 5 Minuten wieder reinkommen. Ja, Herr Gaul. Ja, darf ich eine Frage stellen? Wie habt ihr die Akkreditierten festgestellt? Die Akkreditierung hat bei der Ausgabe der Akkreditierungsunterlagen eine Strichliste geführt und wir haben... Nein, die ist nicht immer geführt worden. Das weiß ich definitiv. Dann kläre das bitte mit der Akkreditierung. Können nur diese Zettel zählen, nichts anderes. Nein, wir haben momentan den Verdacht, dass... Gerne noch ein weiterer Hinweis dazu. Es haben mittlerweile auch einige schon wieder den Parteitag verlassen. Wir haben neue Delegierte dazu... Delegierte sage ich jetzt schon. Lass uns Akkreditierte das... dazu. Thomas! Ganz kurz, das Thomas, wird kein Thomas. Eindeutiges Ergebnis geben. Lass uns das doch jetzt mal 5 Minuten ganz kurz so machen, dann haben wir ein erstes Ergebnis und dann können wir das in die weitere weitere Diskussion mit reinnehmen. Und dann diskutieren wir das aus und dann kriegt ihr was gesagt und dann gucken wir, wie wir weiter vorgehen. Weil wie es gerade aktuell aussieht, würden wir neu akkreditieren und das möchtet ihr, glaube ich, nicht, oder? Gut, also wenn ich jetzt vorne an der Tür bin, durch eine der beiden Türen kurz verlassen, dauert 5 Minuten, die Raucher können dann eine rauchen gehen, die anderen können ein Stück Kuchen essen und dann ist alles toll.
Nummer von dem Zettel. Vermutlich ja. Das ist sehr schade.
Das Deckenlicht funktioniert auch nicht. Nein, das ist nicht die Wahlleiter. Das ist die Erfolgsleiter. Das ist die Erfolgsleiter. Übrigens, wo wir gerade so schön alle nett beieinander sitzen. Moment. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr alle mal Platz nehmt. Der Wahlleiter hat eine wichtige Durchsage zu machen. So, holt mal diejenigen rein, die noch im Foyer sind, eventuell, oder draußen beim Rauchen. Und wenn alle Platz genommen haben oder zumindest die nötige Ruhe eingekehrt ist, kannst du loslegen. Ja, hallo allerseits. Wir sind ja hier in Niedersachsen und hier gibt es eine schöne Tradition, zumindest wenn ich Wahlleiter bin. Ihr ahnt, welche Tradition das ist. Wir haben ein Akkreditierungsproblem. Mal wieder. Juhu. Dummerweise mal wieder ein Akkreditierungsproblem, was sich auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Wir haben laut Akkreditierungsliste 149 Akkreditierte und wir haben ausgegeben 164 Stimmzettel. Wir haben bei den Stimmzetteln kontrolliert, dass nur Leute, die eine Stimmkarte hatten und ein Akkreditierungsbändchen auch einen Stimmzettel gekriegt haben. Also es liefen bei uns im Wahllokal zumindest 164 Leute mit Stimmkarten und Bändchen rum. Das heißt, wir haben das Wahlergebnis ausgezählt. Es gab ein eindeutiges Ergebnis. Allerdings war der Stimmenunterschied zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten weniger als 15 Stimmen, sodass es nicht auszuschließen ist, dass, falls es einen Akkreditierungsfehler gab oder falls irgendjemand Akkreditierungen gefälscht hat oder sowas, dass sich diese Fehler ausgewirkt haben. Das heißt also, wir dürfen neu akkreditieren. Und jetzt bitte Jubel. Wunderbar, schön, dass ihr euch noch drüber freuen könnt. So, jetzt mal bitte Ruhe, dass das nicht noch länger dauert. Was werden wir machen? Wir überprüfen an der Akkreditierung, ob diejenigen, die einen Stimmzettel haben, auch akkreditiert sind in den Akkreditierungslisten und werden diese Stimmzettel dann stempeln. Und beim nächsten Wahlgang werden wir nur noch diejenigen abstimmen lassen, die einen Stempel auf ihrer Stimmkarte haben. So. Zwischenrufe verstehe ich leider nicht, aus rein akustischen Gründen. Grundsätzlich kann ich ja verstehen, was deine Absicht ist. Nur in den Akkreditierungslisten stehen einfach nicht alle drin, die akkreditierungsfähig waren. Das heißt, wenn du die alten Listen von heute Morgen wieder nimmst, kannst du gar nicht alle akkreditieren, sondern dann müssten wir uns mit dem Rechner wieder hinsetzen und wieder alle überprüfen. Meinhard, wir haben ja auf den Listen auch noch die Leute drauf, die nicht auf den Listen waren, die trotzdem Stimmkarten und Bändchen gekriegt haben. Und selbst alle Leute, die Stimmkarten und Bändchen gekriegt haben, die auf den Akkreditierungslisten waren, die nicht auf den Akkreditierungslisten waren, waren zusammen 149 und nicht 164. Sprich, wir haben schlichtweg nach Aktenlage zu viele Bändchen und Stimmkarten rumfliegen. Alles klar. Deshalb müssen wir halt jetzt erheben oder nachakkreditieren oder wie auch immer, ja. Hört ihr mich? Ja, ich möchte mal folgenden Einwand werfen. Mir ging es heute Mittag nicht so gut. Also bin ich nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt. In der Zwischenzeit war ich ja nicht da, nicht? Also es könnte durchaus Sachen, Leute geben, die jetzt auf den akkreditierten Listen draufstanden, aber im Augenblick nicht da sind. Darf ich mal folgenden Lösungsvorschlag machen? Ich bin der Meinung, die Versammlung sollte beschließen,
dass die Leute, die diese Versammlung kann das nicht beschließen. Das kannst du hinterher sagen. Das ist nicht beschlussfähig. Das brauchen wir. Das kann nicht. Das kannst du hinterher sagen. Hallo, Ruhe. Bitte, ich rede jetzt und nicht du. Okay? Die Versammlung kann das nicht beschließen. Dieser Vorschlag ist einfach nicht durchführbar. Und wir brauchen auch nicht über einen Vorschlag zu diskutieren, der nicht durchführbar ist. Der Drafloch hat einen GO-Antrag. Okay, wer ist für diesen GO-Antrag? Der Drafloch hat beantragt eine Unterbrechung von 3 Minuten, damit ich das mit dem Herrn ausdiskutieren kann. Wer ist für diesen GO-Antrag? Das sieht wie eine deutliche Mehrheit aus. Okay. Darf ich an der Stelle noch eine Frage an dich richten? Entschuldigung, die Versammlung ist derzeit unterbrochen, deswegen wird die Rednerliste momentan nicht bearbeitet. Ich habe da aber noch was anderes. Es gibt vermehrt Beschwerden aus der Versammlung darüber, dass das WLAN des Öfteren schlecht oder gar nicht funktioniert. Ein Blick in mein mobiles Endgerät zeigt mir zahlreiche Hotspots, die in Betrieb sind. Und Frage an die Technik, seid ihr der Auffassung, dass die Anzahl der Hotspots negativ auswirkt auf euer Piraten-NDS-WLAN? Die Anzahl der WLANs hat natürlich einen Einfluss auf die Qualität des WLANs, was wir im Haus haben. Das wird aber zurzeit nicht der entscheidende Faktor sein, der die Qualität des Internetzugangs zu verantworten hat, sondern das liegt einfach daran, dass die Anbindung hier einfach unglaublich schlecht ist. Eher helfen würde es, die Hotspots abzuschalten, um die Auslastung der UMTS-Zelle hier zu verringern. Allerdings würde das wahrscheinlich bei den entsprechenden Leuten zu einer deutlichen Verschlechterung führen, weil die dann wieder das Hallennetz nutzen würden. Ich würde daran appellieren, dass möglichst die Leute darauf verzichten, ihr eigenes UMTS zu nutzen. Ich würde sogar darum bitten, dass Sie möglichst alle außer D1-Kunden Ihr eigenes UMTS benutzen, um das Netz zu entlasten. Aber das D1-Netz ist das Netz, über das wir im Augenblick den Parteitag versorgen. Also Leute mit D1 nach Möglichkeit UMTS aus. Das wäre super. Insbesondere ein Hinweis, den ich eben noch bekommen habe, auf den ich kurz reagieren möchte. Wir haben eine sehr schlechte Internetanbindung. Entschuldigung, warte mal kurz. Ihr seid so unerträglich laut, dass es mir schwerfällt, dem Redner über meine Monitore zu folgen. Ich würde vorschlagen, ihr stellt den Lärm mal ein oder ihr geht ins Foyer, wenn ihr unbedingt Radau machen wollt. Danke. Jetzt nochmal. Ich würde dringend darum bitten, dass nur die notwendigsten Dinge über Internet getätigt werden. Insbesondere Online-Spiele, Videostreaming und ähnliche Aktivitäten sollten bitte unterlassen werden. Danke. Ja, WoW braucht weniger als ISDN. Wenn einer WoW spielt, ist das eher gut, weil das hindert ihn daran, Bandbreite zu verbrauchen. Das geht auch mit Edge noch problemlos. Ich denke mal eher so lustige Bildchen, Nein-Gag, Katzenfotos, Facebook, YouTube, YouPorn, sowas. Ja genau, ihr sollt auch nicht ständig nach dem Livestream des Karnevals aus Köln suchen oder... Was, du willst YouPorn auf dem Beamer zeigen, bist du sicher? Ach, Karneval, nee, den auch nicht. Danke. Ich will hier noch lebend rauskommen. Ihr könnt ja außerdem mal gucken, ob ihr vielleicht zufällig das eine oder andere den einen oder anderen mobilen Hotspot versehentlich betreibt, schlicht
von der letzten Benutzung noch eingeschaltet habt, obwohl der gar nicht benutzt wird. Also unbenutzte WLANs auszuschalten, das ist sicher nicht schädlich. Oder falls jemand seinen Computer über sein Handy betreibt, vielleicht eine Kabelverbindung nutzen statt eine Funkstrecke für so einen Abstand, falls möglich. Und ansonsten das, was Technik und Orga gesagt haben, bitte. Mike? Ja? Mach mal bitte das Mikro hier an. Das macht die Technik. Ja, aber Augenblick. Hallo, Mikro? Ja. Hallo, Mikro. Super. Ich bräuchte mal die Akkreditierungspiraten an der Akkreditierung. Und den Meinhard auch und den Jason auch. Das war eben übrigens ernst gemeint mit den Online-Spielen. Also falls jetzt einer von euch noch ein Browser-Game aufhat, so nach dem Motto, ja, mein kleines Browser-Game ist nicht so wichtig, oder ja, der eine YouTube-Film, den ich eben kurz noch zu Ende lade, ist nicht so wichtig. Nein, bitte hört möglichst jetzt damit auf, wenn es geht. Vielleicht neben euch könnte ja eventuell ein Pirat sitzen, der sonst zu Durchsetzungsmaßnahmen greift. Wie zum Beispiel beim Versammlungsleiter verpetzen. Das wäre eine geeignete Durchsetzungsmaßnahme. Oder nee, noch besser, bei der Orga verpetzen.
Hallo. Alle mal zuhören, die Akkreditierung ist fertig und jeder, der ein Bändchen und eine... Ja, wir haben nur keine Wahlzettel im Moment. Ja, aber wir machen das jetzt erst mit der Akkreditierung, die dauert sehr viel länger. Okay? Ja, aber dann müssen wir hier raus. Ja, aber können wir den Hallo. Ich soll eine Durchsage machen. Wer immer noch Plakate hat, möge jetzt im Foyer die beim Mike abgeben. Danke. Okay, folgendes Vorgehen. Wir drucken jetzt erstmal neue Wahlzettel und geben dann gleichzeitig mit den Akkreditierungsunterlagen die Wahlzettel aus. Deshalb würde ich die Wahlhelfer bitten, sich zuerst zu akkreditieren und dann zum Wahllokal zu gehen. Okay? Hallo, wo sind denn die Wahlhelfer hier? Die Wahlhelfer gehen bitte zuerst zur Reakkreditierung.
Ja. Thank you.
Hallihallo, ich habe hier einen Wohnwagenschlüssel und würde mich freuen, wenn der vom Besitzer wieder abgeholt wird. Okay, ich möchte nicht den Besitzer... So, und noch eine Durchsage. Jeder, der noch nicht bei der Akkreditierung war, möge dort jetzt bitte noch hingehen. Mike? Mir wurde gerade mitgeteilt, dass der letzte Aufruf zur Akkreditierung ausgegeben wurde. Mit anderen Worten, diejenigen,
die ihre Akkreditierung nicht erneuert haben, sind aufgefordert, sich jetzt unverzüglich ins Foyer zur Akkreditierung zu begeben. Vielen Dank.
So. Freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ich darf jetzt endlich meine Büttenrede halten. Moment. Ich würde euch mal bitten, das stimmt natürlich nicht, es gibt keine Büttenrede, tut mir leid. Ich möchte euch bitten, mal Platz zu nehmen, Ruhe einkehren zu lassen, so anzutäuschen, dass es sich um eine ordentliche Versammlung handelt und so. Lach nicht, das ist wichtig. Ja, an der falschen Stelle getuscht, gibt Zeitstrafe. So, ich habe hier neben mir einen von der Akkreditierung stehen und das ist eine gute Nachricht, weil ich würde nicht in der Schussbahn stehen wollen, wenn das, was ich sage, jetzt was anderes wäre, als das, was ich sagen werde. Ihr ahnt es schon, ich habe gute Nachrichten für euch. Sag mir mal ein paar Zahlen, die ich vortragen soll. Also die Anzahl der Akkreditierten, die tatsächlich überprüfbar nachvollzogen und mehrfach nachgezählt akkreditiert sind, ist 168 und damit größer als die Anzahl der ausgegebenen und eingenommenen Stimmzettel. Die vorherige Ansage über die Anzahl der Akkreditierten war aus Gründen, die wir jetzt nicht im Detail ausführen müssen, leider ein Irrtum, der dazu geführt hat, dass wir diese ganze Akkreditierungsgeschichte durchführen müssen. So, also, deswegen, weil wir diese Zahlen jetzt in dieser Form kennen, und nachdem der Meinhard sich auch wieder abgeregt hat, kann ich jetzt dem Wahlleiter das Wort erteilen, damit der euch ein Ergebnis mitteilen kann. Bitteschön. Habemus Ergebnis und Habemus Vorsitzenden. Es war ja nicht selbstverständlich. Also Auszählung der Stimmen ergab 59 Ja-Stimmen für Ortwin Riegel, 95 Ja-Stimmen für Andreas Neugebauer und 103 Ja-Stimmen für Kevin Price. Nur der Form halber, Kevin Price hat auch damit das Quorum von 50% gerissen. Und jetzt darf der Kevin was sagen. Wow, geil. ich nehme die Wahl an. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich hoffe, dass sich die niedersächsischen Piraten in den nächsten 12 Monaten durch mich gut repräsentiert fühlen. Und ich glaube, dass wir jetzt die nächsten 12 Monate richtig geil rocken werden. Danke. So. Wir haben 18.23 Uhr. Ich hoffe, inzwischen hatten die Satzungsänderungsantragsteller genügend Zeit, ihren Antrag fertig zu formulieren und einzureichen, damit wir, wie vorbesprochen, den Satzungsänderungsantrag betreffend der Zusammensetzung oder der Amtszeit des Vorstandes weiter behandeln können. Ich sehe dich an der Bühne stehen. Ist das soweit? Ja, alles klar? Gut. Da wir ja eben ausführlich die Zusammensetzung des modularen Antrages behandelt haben, bitte ich die Versammlung um ein Meinungsbild. Müssen wir jetzt nochmal ausführlich den ganzen Antrag endgültig vortragen? Sag mal, zeig mal Stimmkarte, wenn ja. Danke. Oder sagt ihr, nee, uns ist klar, worüber wir abstimmen? Das ist die Mehrheit. Gut, also das sind sehr viel mehr als bei Ja. Somit für den Antragsteller wird wahrscheinlich eine kurze Vorstellung völlig genügen.
Ja, ich habe all die Sachen zusammengeschrieben und da ist der Antrag, wer Zugang zum Internet hat, kann sich das im Wiki angucken. Wiki ist ein bisschen schwierig. Ja, die Alternative ist halt dann komplett vorlesen einmal. Oh je, oh je. Folgende Frage, ja, im Grunde, bevor wir jetzt lange Theater deswegen machen, eine kurze Frage an die Versammlung, ob ihr der Meinung seid, dass der Antrag so, wie er ist, unvorgetragen abstimmungsfähig ist. Sagt ihr ja, dann hebt bitte mal kurz als Meinungsbild die Karte. Wenn ihr sagt, nein, der ist nicht abstimmungsfähig, ohne, dann, okay, das reicht mir, dann bitte im Durchschnitt ordentlich, Entschuldigung, vortragen. Der Landesvorstand besteht mindestens aus einem ersten Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden, einem Schatzmeister und zwei Beisitzern. Mindestens. Weil da kommt jetzt noch was dazu. 1.1. Zusätzlich kann der Landesparteitag einen Generalsekretär, einen stellvertretenden Schatzmeister und weitere Beisitzer in den Vorstand bestellen, bis zu einer Höchstgesamtzahl von 9 Mitgliedern innerhalb des Vorstands. 1.2. Die Vorsitzenden übernehmen die organisatorische Verantwortung für den Landesverband und vertreten die Interessen des Landesverbands gegenüber dem Bundesvorstand. Der Schatzmeister ist für alle Finanzangelegenheiten und die ordnungsgemäße Buchführung zuständig. Der stellvertretende Schatzmeister unterstützt den Schatzmeister bei seiner Tätigkeit. Der Generalsekretär übernimmt die Verwaltung und Betreuung der Mitglieder. Beisitzer unterstützen die anderen Vorstandsmitglieder direkt oder übernehmen eigenständige Tätigkeitsbereiche. Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder werden in der Geschäftsordnung des Landesvorstandes näher definiert und bei Bedarf ergänzt. Entscheidungen bei Vorstandssitzungen kommen durch eine Mehrheitsentscheidung. Entschuldigung. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Irgendeiner wird gleich aus dem Saal fliegen, weil er zu laut ist. Es war ein Held. Danke, ihr seid zu laut. Kevin, mir ist vollkommen egal, ob du der frisch gewählte erste Vorsitzende bist. Dein Amtsvorgänger ist auch schon mal von mir aus dem Saal geschmissen worden. Stell das ruhig mal auf die Probe, Junge. Entscheidungen beim Vorstandssitzungen kommen durch eine Mehrheitsentscheidung der anwesenden Stimmberechtigten zustande. Alle Mitglieder des Landesvorstands sind voll stimmberechtigt. Der Landesvorstand ist mit 3 Mitgliedern voll handlungs- und beschlussfähig. Drittens, der Landesvorstand vertritt die Piratenpartei Niedersachsen nach innen und außen. Er führt deren Geschäfte auf der Grundlage von den Mitgliedern bestimmten Zielen und Strategien. Der Landesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. Er kann weitere Piraten für besondere Aufgaben beauftragen. In Fällen, die eine persönliche Anwesenheit erfordern oder erwarten lassen, kann der Landesvorstand die Wahrnehmung der gerichtlichen oder außergerichtlichen Vertretung, die Geschäftsführung, die Antragstellungen in Wahlzulassungsverfahren oder Ähnliches an speziell zu diesem Zweck einem zu bevollmächtigenden Piraten übertragen. Da fehlt ein N. Gut. 8 ist Punkt 1, Punkt 3 geworden. Das haben wir einfach nur vorgezogen. Der Einwand aus dem Publikum stimmt übrigens tatsächlich. Können wir nochmal zum Anfang davon zurückrollen? Da steht 2 Beisitzern am Ende des Absatzes. Du hattest einen Beisitzer gesagt. Nein. Nein, es wurde, hatte ich gesagt. Entschuldigung. Dann. Kein Problem. So, ist jetzt noch jemand da, der sich nicht im Klaren über den abzustimmenden Satzungsänderungsantrag ist? Sehr gut. Dann können wir den abstimmen. Das ist ein Satzungsänderungsantrag. Zur Annahme wird er eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Ich möchte euch darum bitten, an der Abstimmung so teilzunehmen, dass eure Stimmkarte für mich gut sichtbar ist. Du hast eine Wortmeldung? Was möchtest du denn wissen? Ich bin
Ja, die Frage, die gerade aufkam, ist tatsächlich so, ob der Beisitzer das gleiche Stimmgewicht hat wie andere Mitglieder des Vorstandes. Ja, das ist so. Auch nach außen. Das hat sich aber nicht geändert, das war vorher schon. Daran ändert sich nichts. So, dann können wir jetzt den Satzungsänderungsantrag abstimmen. Bitte zeigt mir durch eure Stimmkarte an, ob ihr den befürworten wollt, indem ihr die Stimmkarte jetzt hebt. Bitte mit der Breitseite zu mir, damit ich die gut sehen kann. Dankeschön. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Meiner persönlichen Einschätzung nach ist diese Mehrheit, ob es zwei Drittel ist oder nicht, so knapp, dass ich mich leider gezwungen sehe, das auszählen zu lassen. Es tut mir sehr leid. Ja, ich konnte ja... Meinhard, der Einwand, dann hätten wir ja gleich auszählen können, ist nicht zulässig. Ja, woher soll ich wissen, wie es ausgeht? Danke. Der Wahlleiter sammelt sich jetzt seine Wahlhelfer und nee, ich führe durch, du zählst mit deinen Wahlhelfern. Ich hoffe, ihr habt das eingespielt. Gib her, ich schalte das mal ein. So, bitteschön. Also, wir bräuchten jetzt Wahlhelfer zum Auszählen und zwar pro Tisch. Zwei Wahlhelfer, ihr stellt euch selbsttätig hier vorne auf, je zwei Leute an einem Tisch, hier vorne bitte. Nee. Es gibt jetzt keine GO-Anträge, während wir auszählen. Das spielt keine Rolle. Mike? Moment. Also, Augenblick. Ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass Leute seit 15 Minuten darauf warten, akkreditiert zu werden. Seit zwei Stunden. Wenn da tatsächlich jemand seit zwei Stunden wartet, bitte ich um Entschuldigung. Diese Personen waren mir noch nicht bekannt. Kurze Frage an die Akkreditierung. Wie lange brauchen wir noch? Ich würde den Wahlleiter bitten, mit der Auszählung der Abstimmung so lange zu... werde ich nicht. Ich teile der Versammlung mit, dass ich mit der Durchführung der Abstimmung warten werde, bis die Akkreditierung mir zu verstehen gibt, dass diese Piraten akkreditiert wurden. Das sind ungefähr noch 6 Leute, wenn ich das von hier aus richtig abschätze, oder 7. Es wird nicht so lange dauern. Zwischendurch mal eine andere Kleinigkeit. Ich würde euch mal bitten, kurz zuzuhören.
Also, hört mal kurz zu, bitte. Ernsthaft jetzt. Alle. Wirklich alle. Um 20 Uhr pünktlich muss der allerletzte Pirat aus diesem Saal raus. Ursprünglich war es geplant, dass deswegen um 19 Uhr die Versammlung beendet wird, damit alle zusammenpacken und gehen können. Die Orga hat mir gesagt, wenn alle, aber auch wirklich alle, ihre 7 Sachen so rechtzeitig und schnell zusammenpacken und ohne großen Theater dann den Saal verlassen, können wir auch bis 19.30 Uhr machen. Das setzt allerdings voraus, dass sich keiner dann dreimal bitten lässt. Deswegen Meinungsbild. Glaubt ihr, wir bekommen das hin, in einer halben Stunde diszipliniert ab 19.30 Uhr zusammenzupacken und zu gehen und eventuelle Privatgespräche draußen vor der Tür zu führen? Dann sagt, zeigt mir mal eine Karte für ja. Ihr glaubt, das kriegen wir hin. Danke. Und wer sagt, das kriegen wir nicht hin? Okay, warte, mach mal schnell eine Namensliste von denen, die glauben, sie kriegen es nicht hin. Die schicken wir dann schon um 19 Uhr raus. Also gut, die Mehrheit ist offensichtlich der Meinung, dass wir das schaffen. Deswegen werden wir uns zum Ziel setzen, kurz vor 19.30 Uhr die Versammlung zu beenden. Das gibt uns ein paar Minuten extra. Vielleicht schaffen wir dadurch noch das eine oder das andere. Ich weise übrigens darauf hin, dass morgen früh um 10 Uhr pünktlich die Versammlung von mir eröffnet wird. Sobald Protokoll, Technik etc. vollzählig ist, werde ich um 10 Uhr beginnen. Also wer darauf hofft, ach ja, bei Piraten fängt sowieso immer alles eine halbe Stunde zu spät an, der könnte möglicherweise irgendwas verpassen. Also würde ich euch empfehlen, morgen früh zeitig vor 10 Uhr da zu sein, damit wir rechtzeitig anfangen können. Und bleibt mir nur zu hoffen, dass, wie auch immer ich hier hinkomme, der Fahrer dann nicht zu spät kommt.
So, die Akkreditierungsschlange nähert sich ihrem Ende. Ist noch irgendjemand im Saal, der noch akkreditiert werden muss? Ja, der Crackpille winkt noch, hier zwei noch. Kein Problem. Alle anderen bitte ich dann schon mal, die Plätze einzunehmen. Die Wahlhelfer bitte, die Plätze einzunehmen. Den Wahlleiter auf die Bühne zurück, die Gespräche einzustellen, die Rückenlehnen aufrecht, das Rauchen aufhören und, warte. Ich war es nicht. Also, ich bin ganz begeistert. Jetzt mal eine kurze Meldung. Alle Wahlhelfer begeben sich jetzt bitte sichtbar zu den Tischen, für die sie zuständig sind. Und zwar stellen Sie sich bitte so hin, dass ich auch erkennen kann, dass an jedem Tisch zwei Wahlhelfer sind. Und alle, die keine Wahlhelfer sind, setzen sich bitte hin. Jetzt. Danke. So, es fehlen noch ein Wahlhelfer dort. Die Susanne wollte doch dringend Wahlhelfer spielen. Bernhard, siehst du noch irgendjemanden, der steht, aber kein Wahlhelfer ist? Ich sehe noch Leute, die irgendwie sich komisch durch die Gegend bewegen oder hocken. Und dann brauche ich noch zwei Wahlhelfer, die hinten auszählen für die Technik und für die Akkreditierung. Okay, dann geht ihr bitte nach hinten. Jetzt. Alles klar? Na, wir brauchen noch einen zweiten hinten, der mit auszählt. Okay. So, dann sprechen sich die Wahlhelfer ab, wer von den beiden die Ja-Stimmen aufnimmt. Kurze Abstimmung. Nein, nicht beide für beides. Leg doch einfach fest. Eine Seite ja, andere Seite nein. So, und jetzt heben alle die... Ja, ihr zählt euch selbst tätig mit. Jetzt heben bitte alle, die für die Annahme des Antrags sind, die Karte. Und einer der Wahlhelfer geht durch und zählt. Geht durch und zählt und geht bitte ans Ende durch, dann weiß ich nämlich, wenn es durch ist. Okay, dann idealerweise merkt ihr euch die Nummer, die Zahlen oder schreibt sie auf. Gemerkt? Okay, dann können alle ihre Karten runternehmen. Und jetzt nehmen diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, heben ihre Karte. Und die anderen Wahlhelfer zählen durch und gehen auch nach hinten. Alle durch, alle ausgezählt? Wunderbar. Und jetzt kommen bitte die Wahlhelfer nach vorne und teilen mir einzeln mit die Zahlen mit.
haben jetzt alle Wahlhelfer mir die Ergebnisse bekannt gegeben? Ja? Okay. Wir brauchen mal jemanden mathematisch Begabteren als mich. Komm mal her. Herr Wahlleiter. 72 zu 40. Tina, setz dich wieder hin. Das ist nicht eindeutig. Bernhard, ja? Komm mal her mit dem Ding. Ich kenne jetzt das Ergebnis, der Bernhard wird es euch jetzt vortragen. Also wir haben ein Ergebnis, das sind 72 zu 47 Stimmen, das ist keine Zweidrittelmehrheit, damit ist der Antrag abgelehnt. So. Jetzt stehen wir vor einer schwierigen Situation. Wir haben erstmal kein aufmerksames Publikum. Ich brauche also eigentlich gar nicht zu erzählen, ihr hört mir ja eh nicht zu. Okay. Also, wir haben nur noch... Hey, hört ihr mal auf zu quatschen oder was? Danke. Entschuldigung. Deswegen ist hier so laut. Das war gar nicht das Publikum, das war die Versammlungsleitung, die hier so laut war. Und die Wahlleitung. Und die Wahlleitung. Schämt euch mal ein bisschen. Doch. Ja, sehr. 41 Minuten bleiben uns noch, bis wir hier endgültig raus müssen. Wenn wir jetzt ungefähr 5, wenn ich mich nicht irre, Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitzenden haben, oder zweiter Vorsitzender, oder wie das nach der alten Satzung heißt, die ja unverändert gilt, werden wir diese Vorstellung samt Befragung höchstwahrscheinlich heute nicht mehr rechtzeitig fertig bekommen. Das Gleiche dürfte gelten für sämtliche anderen Vorstandsämter und daraus erwächst ein Zeitproblem. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute in 41 Minuten noch genug Zeit haben, um vielleicht den ein oder anderen Satzungsänderungsantrag zu behandeln. Leider ist es jedoch so, dass die in der Tagesordnung hinter der Vorstandswahl stehen. Oh, da sehe ich einen GO-Antrag. So ein Zufall. Du gehst dann bitte mal zum Saalmikrofon und sagst mir, was du gerne machen möchtest. Das weiß ich noch nicht. Er hat ihn ja noch nicht vorgetragen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Korrigiert mich bitte. Darf ich den GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen? Ja, ich gehe davon aus, dass du ihn, nachdem du ihn vorgetragen hast, schriftlich bei der Versammlungsleitung einreichen wirst. Genau. Ich nehme dein Ehrenwort dafür und dann geht das klar. Okay, dann beantrage ich die Tagesordnung wie folgt zu ändern. Der Punkt Satzungsänderungsantrag wird hinter Wahl des ersten Vorsitzenden geschoben. Um 19.30 Uhr wird vertagt und
morgen wird morgens mit der Wahl des zweiten Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden fortgefahren. Also quasi ab sofort die restliche Zeit mit Satzungsänderungsanträgen zu verbringen. Ja. Sehr gut. Ist irgendjemand im Saal, der glaubt, diesen Antrag zur Änderung der Tagesordnung nicht verstanden zu haben? Gut, dann können wir den abstimmen. Du rennst in der Zwischenzeit los und schreibst den auf. Wer ist für den Antrag? Danke. Wer ist dagegen? Danke, damit wäre das geklärt. Herr Jürgen hat noch eine Frage an die Versammlungsleitung. Kleinen Moment. So, es gibt also immer noch, Dankeschön, einen Satzungsänderungsantrag, der die Wahlperiode betrifft, wenn ich das richtig wiedergegeben habe, Jürgen? Ja, sagt er, sehr gut. Das geht zum Protokoll, danke. Dann hätte ich gerne denjenigen auf der Bühne, der den Satzungsänderungsantrag vorstellt zur Wahlperiode des Landesvorstandes. Kommen die Bütt. Nicht, hatte mir jetzt eine Büttenrede hält's, ne? Also, zur Verlängerung der Amtszeit des Vorstandes gibt es zwei Satzungsänderungsanträge. Das hier ist der erste. Und zwar lese ich einfach mal die Begründung vor, die im Wiki steht, weil viele hier keinen Zugriff auf Wiki haben. Es geht um eine Änderung oder eine Verlängerung der Amtszeit des Vorstandes von einem auf zwei Jahre. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Vorstandswahlen kosten viel Zeit und Geld. Sie leben den Landesparteitag jährlich für fast zwei Tage. Diese Zeit können wir besser investieren, indem wir als Landesparteitag unserer in § 12 definierten Pflicht nachkommen, dem gewählten Vorstand einfach mitzuteilen, was er zu tun hat. Sehen wir ja heute, wir verbringen einen ganzen Tag damit, eine einzelne Person zu wählen. Das können wir uns sparen und das Ganze besser mit inhaltlichen Diskussionen verbringen. Wenn wir uns anstatt jährlich einen neuen Vorstand zu wählen, auf diese Aufgabe konzentrieren, die dort definiert ist, dem Vorstand mitzuteilen, was er tun soll zum Beispiel, dann wird der Vorstand zwangsläufig in unserem Sinne handeln und ein großer Teil der Unzufriedenheit mit unseren Vorständen wird sich von selbst erledigen. Der Vorstand hat die Aufgabe, den Landesverband zu führen, aber wenn wir ihm nicht sagen, wie er uns führen soll, dann werden wir noch sehr viele Vorstände gegen die Wand fahren sehen. Oder halt eine Landtagswahl verlieren oder was auch immer, Bundestagswahl verlieren, das kommt ja immer wieder. Der Vorstand hat die Aufgaben, genau. Es gibt noch mehr Arten von Beschlüssen als Satzung und Programm, nur nutzen wir die aufgrund der fehlenden Zeit bisher nicht. Auch konnten wir uns bisher nicht auf ein System für Mitgliederbeschlüsse zwischen Parteitagen einigen. Diesem Problem können wir mit diesem Antrag entgegenwirken, den Druck auf uns selbst zur Umsetzung wichtiger, bisher fehlender Bausteine unserer Struktur erhöhen und uns selbst in die Pflicht nehmen. Das ist die Intention des Antrages, uns quasi handlungsfähiger zu gestalten, uns auch Kontinuität zu geben und dass wir uns nicht jedes Jahr einen ganzen Parteitag lang, ein ganzes Wochenende Zeit stehlen quasi mit der Wahl eines Vorstandes, sondern effektiv einen ganzen Parteitag dazu gewinnen für inhaltliche Arbeit. Dankeschön. Ich bin äußerst unzufrieden damit, dass diejenigen, die den Saal verlassen, das mit so viel Radau machen müssen. Das ist unnötig und es ist schädlich für den Parteitag. Fühlt euch dafür getadelt.
Ihr könnt mir ruhig mal kurz eure Aufmerksamkeit geben. Ich erteile euch gerade hier einen Anpfiff und ihr ignoriert das. Das ist nicht in Ordnung. Die waren nicht ruhig. Ich konnte die Gespräche bis hier oben hören. Das ist nicht in Ordnung. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Wortmeldungen betreffend des Satzungsänderungsantrages. Ich möchte diejenigen, die jetzt irgendwie noch den Saal verlassen wollen, bitten, das ruhig zu tun und euer Verabschiedungszeremoniell auf Handzeichen zu begrenzen und keine Gespräche zu führen oder die draußen ins Foyer zu verlagern. Vielen Dank. Für die Rednerliste, bitte fasst euch kurz, keine Wiederholungen, ihr kennt die Spielregeln, auf geht's, bitteschön. Ich halte den Satzungsänderungsantrag zum derzeitigen Zeitpunkt für problematisch, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige Leute anders abgestimmt hätten oder gewählt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass jetzt dieser Vorstand für 2 Jahre gewählt worden sein soll. Wir haben ja glücklicherweise erst einen Posten besetzt, sodass ich das Problem also nicht sehe. Möglicherweise, ja. Ich bin gegen alle Anträge, die eine Verlängerung der Vorstandsamtszeit beantragen. Wir haben den Landesvorstand bisher relativ häufig rotiert. Und das lag, wenn zumindest soweit ich das beurteilen kann, nicht darin, dass die vom Landesvorstand vertretenen politischen Positionen uns nicht gefallen haben, sondern an irgendwelchen anderen, ich nenne es mal weiche Faktoren, die zumindest mich meistens dazu bewegt haben, zu sagen, okay, ich hätte gerne Teil des Landesvorstands beim nächsten Mal anders besetzt. Und ich glaube, diese Möglichkeit nehmen wir uns ganz massiv, wenn wir den Landesvorstand direkt auf längere Zeiten wählen. Ja, diese Möglichkeit nehmen wir uns. Aber die Frage ist, ob diese weichen Faktoren tatsächlich so gravierend sind, dass wir damit ein ganzes Wochenende im Jahr verschwenden müssen quasi. Ja, zur Unterstützung, auch auf Bundesebene. Und dieser Parteitag zeigt, dass es da schneller mal Änderungsbedarf gibt, nicht erst nach 2 Jahren. Deswegen lehne ich das auch ab. Die Begründung kann ich durchaus verstehen, dass wir die Zeit für anderes sinnvoller nutzen könnten. Da können wir aber auch anders dran gehen. Und zwar gibt es ziemlich viele gute Ideen, wie man die Zeit, die eine Vorstandswahl benötigt, sehr drastisch verkürzen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Vorstellung im Voraus online verbindlich macht. Ich finde, diese Ansätze sollten wir viel, viel eher verfolgen, als die bisherige Amtszeit von einem Jahr aufzugeben zugunsten der Bequemlichkeit. Offensichtlich schafft es aber ja seit Jahren keiner, diese Vorschläge vernünftig umzusetzen. Das sehen wir ja heute wieder. Wir hatten ja gerade Nienburg, ne? Wir hatten ja mehrere Aufstellungsversammlungen, die schiefgegangen sind. Jetzt fliegt uns hier der Landesparteitag wieder um die Ohren, weil nicht richtig akkreditiert wurde. Wenn die Lösung umgesetzt werden würden, ja, dann würde ich den Antrag hier nicht stellen. Ich möchte nur eine kleine Anmerkung vielleicht dazu machen, die bisher nicht zur Sprache kam, soll weder eine Gegenrede noch eine Prorede des Ganzen sein. Wenn wir jetzt auf 2 Jahre den Vorstand wählen, heißt das auch für diejenigen, die sich vielleicht in den Vorstand wählen lassen möchten, dass sie 2 Jahre im Voraus sozusagen ihre Aktivität planen müssen. Das könnte vielleicht einige etwas mehr abschrecken als ein Jahr, das ist nur ein Hinweis daran. Ich habe hier einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da Widerrede? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich diejenigen, die noch reden wollen, sich zügig zum Mikro zu begeben. Dann habe ich noch einen anderen. Lara, bist du antragsberechtigt? Weiß ich gar nicht. Komm mal hier vorne hin und klär das mit uns. In der Zwischenzeit hat der Dirk Rederecht. Bitte. Der Antrag ist erstens ein Vertrauensbruch gegenüber dem bereits gewählten ersten Vorsitzenden, der nämlich unter anderen Umständen angetreten ist. Und zweitens, Wunsch ist da der Wunschvater des Gedankens. Ich meine, wir bekommen doch keinen besseren Vorstand, wenn wir ihn für eine längere Zeit wählen. Das ist mir nicht einleuchtend, wie man an dieser Stelle so argumentiert. Ich lehne diesen Antrag komplett ab. Ziel ist auch nicht, einen besseren Vorstand zu wählen, sondern Ziel ist es, dass wir uns öfter mit anderen Dingen beschäftigen als mit dem Vorstand. Ich habe die Frage einfach, inwiefern soll sich dieser Änderungsantrag auf den bislang gewählten Kandidaten jetzt beziehen? Vollständig oder ist es so, dass der jetzt für ein Jahr gewählt ist, wie wir es gewählt haben, oder ist das jetzt praktisch die Änderung durch die Hintertür? Da müsste ich tatsächlich mal einen Juristen befragen, ob sich dieser Antrag erst auf den nächsten Vorstand auswirkt. Kann das jemand beantworten, jetzt aus dem Stegreif?
Gut, ich höre hier, es wirkt sich direkt auf den jetzigen Vorstand noch aus. Der Satzungsänderungsantrag tritt also sofort in Kraft und wird wirksam, sagt dann mir der Herr in Pink. Bevor wir jetzt den nächsten Fragesteller haben, hat der Pascal gerade zurückgezogen. Alles klar, bitte, du hast das Wort. Zwei Sachen. Erstens, nur mal kurz mich nochmal sammeln. Du hattest gesagt, wenn wir den Vorstand für 2 Jahre haben, dann verlieren wir keine Wahlen oder ähnliches. Also ich will, irgend sowas hattest du gesagt, nicht, dass wir Wahlen verlieren, um das jetzt vielleicht mal versuchen zu rezitieren. Das fand ich schon mal ein bisschen komisch, dass nur wenn wir den Vorstand für 2 Jahre haben, dass wir dann in irgendwelche Parlamente kommen. Und das Zweite ist, dass wir heute nichts geschafft haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir eine Vorstandswahl hatten, sondern dass die Akkreditierung scheiße gelaufen ist, dass die Wahl scheiße gelaufen ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir einen Vorstand gewählt haben. Hätten wir einen Vorstand gewählt, hätten wir schon verdammt viele Posten heute besetzt und hätten morgen verdammt viel Programm machen können. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir alle 1 Jahr oder 2 Jahre wählen können. Wenn es alle 2 Jahre scheiße läuft, haben wir genau das gleiche Problem. Richtig, das hier ist ein sehr einfacher Vorschlag, der versucht, die Probleme auf pragmatische Art und Weise zu lösen. Also zu lösen nicht, aber erstmal zu umgehen. Und dann haben wir einen Parteitag mehr Zeit zu lernen, wie man vernünftig akkreditiert. Können wir mal ein Barcamp machen oder so. Ich habe jetzt gar nicht dafür oder dagegen reden, sondern einfach die einfache Frage, ist es jetzt juristisch möglich überhaupt, das jetzt zu machen, wenn das jetzt sofort gilt, dann ich als Laie habe das Gefühl, da könnte jemand sich berufen fühlen und sagen, na, da setze ich doch mal an, und aus Gründen möchte ich da dringend von abraten, wir hatten doch letztes Jahr eigentlich genug zu tun, also ich bitte darum, diesen Antrag abzulehnen. So, ich lehne den Antrag ab. Allein schon aus dem einen Grund, dass daraus nicht klar wird, ob das für den jetzt bereits gewählten Teil des Vorstands nicht gilt. Das ist aber auch nur eine Kleinigkeit. Es gibt noch viel mehr Gründe, diesen Antrag abzulehnen. Ich glaube, dass wir der Basis hiermit einfach die Möglichkeit geben, zu kontrollieren, ob der Vorstand gut ist, und ihn turnusmäßig neu zu wählen, das tut einfach nicht weh. Schönen Dank. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Damit können wir zur Abstimmung kommen. Wer möchte diesen Antrag annehmen? Danke. Wer möchte den ablehnen? Der ist mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. So, wir haben 19.04 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um den nächsten Satzungsänderungsantrag zu behandeln. Jetzt müsste ich mal von der... Das ist ein anderer zur Amtszeit. Das inhaltliche trotzdem. Florian Lang ist der Antragsteller. Ist er anwesend? Der ist zurückgezogen. Okay, dann braucht er nicht behandelt zu werden. Umso besser. Möchte den jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall, dann ist das erledigt. Dankeschön. Was kommt als nächstes? Die Reform der Antragsfrist. Reform der Antragsfrist, Verlängerung nach NRW-Vorbild. Wer ist der Antragsteller? Clemens John. Und der Antrag ist konkurrierend. Leider steht nicht dabei, womit. Ist der Clemens John noch anwesend? Ah, Entschuldigung. Kein Problem. Komm mal auf die Bühne. Ach, welchen Antrag haben wir denn jetzt? Wir behandeln zuerst den Antrag Reform der Antragsfrist. Aber bevor du anfängst, hätte ich gerne, dass du mir mitteilst, womit der konkurriert. Es gibt hier verschiedene Anträge zur Verlängerung oder zur Änderung der Antragsfrist, und diese Anträge sind jeweils gegeneinander konkurrierend. Ah, das sieht nach der Übersicht aus. Das 12.3.1, sind das die 3 möglichen Fristen? Richtig, ja. Okay.
Wobei die sich im, also zumindest der erste und jeweils die beiden anderen unterscheiden sich etwas. Der erste hat unterschiedliche Antragsfristen. Okay, dann trag das mal vor. Beginnen. Die sind alle drei von dir? Die sind alle drei von mir, ja. Prima, dann kannst du dir ja alle drei vortragen. Dann beginnen wir mal mit dem ersten der drei und behandeln die jetzt zu dritt en bloc. Bitteschön. Richtig, also die Anträge behandeln alle die Antragsfrist zum Landesparteitag, so für Satzung als auch für Programm und sonstige Anträge. Das ist ein organisatorisches Problem, was aufgetreten ist, dass wir aktuell eine Antragsfrist haben, die in der Geschäftsordnung geregelt ist, die sich auf 2 Tage beläuft. Innerhalb von 2 Tagen ist es organisatorisch schlicht und ergreifend fast unmöglich, sich auf Anträge vorzubereiten, Antragsbücher zu erstellen und so weiter. Ich meine, ihr wisst da selber, wenn ihr in Del Moors waren wir ja alle zusammen und haben da irgendwie 150 Anträge gehabt oder 250 und die 2 Tage vor der Versammlung durchzuarbeiten, das ist ganz schön heftig. Und 2 Tage vor der Versammlung nochmal schnell ein Antragsbuch aus dem Hemd zu zaubern, das ist auch ganz schön heftig. Deshalb habe ich mir unter anderem mal in NRW angeguckt, wie die das dort machen. Und das wäre jetzt der erste Antrag. Antragsfristverlängerung nach NRW-Vorbild. Die haben das nämlich so, dass Anträge zum ordentlichen Landesparteitag mit einer Eingangsfrist von 21 Tagen vor der Versammlung einzureichen sind. Und Programm- und Satzungsänderungsanträge zum ordentlichen Landesparteitag sind mit einer Antragsfrist von 42 Tagen vor der Versammlung einzureichen. Später aus aktuellem Anlass zu aktuellen Themen gestellte Anträge können mit einfacher Abstimmungsmehrheit immer noch behandelt werden. Das wäre der Antrag nach NRW-Vorbild quasi. Das ist 1:1 aus der NRW-Satzung übernommen. Soll ich jetzt direkt die anderen Anträge auch vorstellen? Wenn die konkurrierend sind, ja. Gut. Dann haben wir den zweiten Antrag, Reform der Antragsfrist, Verlängerung der Antragsfrist auf 4 Wochen. Dieser Antrag verlängert die Antragsfrist zum ordentlichen Landesparteitag für alle Anträge auf 28 Tage. Unterschied zur NRW-Satzung ist, dass hier keine verschiedenen Antragszeiten für sonstige und Programm- und Satzungsänderungsanträge drinstehen. Der dritte Antrag ist genau der gleiche Antrag, allerdings mit der Verlängerung auf 21 Tage. Ich wäre soweit fertig. Gibt es Fragen? Ja, eine Anmerkung meinerseits, da ich zufällig aus NRW komme, ist mir unsere Satzungslage einigermaßen bewusst. Die NRW-Satzung hat, genau wie deine Vorschläge, folgendes Problem. Die meisten Parteitage bei uns finden auf einen Samstag oder Sonntag statt. Eine Frist, die genau auf Wochentakt lautet, also egal ob das 3 oder 4 Wochen sind, hat den Nachteil, dass sie auf einen Sonnabend oder einen Sonntag endet, darf eine Frist aber nicht, müsste also derjenige, der einen Antrag einreicht, wissen, dass er freitags einreichen muss, weil die Frist nicht auf einen Samstag oder Sonntag nach BGB enden darf. Und deswegen ist es klüger, zu den genauen Wochenabständen immer noch 1 oder 2 Tage dazu zu zählen, am besten 2, weil es ja sein kann, dass man mal einen eintägigen Parteitag auf den Sonntag hat und somit du besser 23 Tage beziehungsweise 30 Tage Antragsfrist hättest, damit die Leute klar sehen können, wann sie spätestens abgeben müssen und nicht BGB-Kenntnisse haben müssen, um ihre Frist ermitteln zu können. Und gerade weil das ein Bug ist, der eine gewisse Hürde darstellt für Leute, die keine Juristen sind, laufen in NRW gerade Bestrebungen, diese Fristen zu korrigieren. Und deswegen würde ich eine solche Frist gar nicht erst annehmen. Du würdest jetzt vorschlagen, die Fristen jeweils nochmal um 2 Tage zu verlängern. Das ist korrekt, ja. Dann würde ich das jetzt auch so vorschlagen und das entsprechend ändern. Soweit ich weiß, ist das laut GO möglich. Das ist also durchaus Verlängerung oder draufrechnen auf alle Fristen, die hier in Tagen genannt sind, plus 2 Tage. Ja, ich wollte nicht den Antrag vermiesen, ich wollte nur darauf hinweisen. Dankeschön. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das falsch war. Die Frist endet am Freitag um 23:59 Uhr.
weil nämlich ab dem Samstag, wo der LPT beginnt, die Frist schon abgelaufen, also 2 Wochen vorher die Frist schon abgelaufen ist. Und selbst wenn eine Frist an einem Samstag oder an einem Sonntag, also an einem Nicht-Werktag abläuft, dann verlängert sich die Frist automatisch auf den nächsten Werktag. Das ist auch so festgelegt und ist auch bei Gerichten so durch. Und Nutella als Jurist und ich auch als langjähriger Schiedsrichter und der sich damit befasst hat, wir sind uns da sehr einig und wir hatten den Fall erst. Nein, danke. Weil mir der Antrag relativ wichtig ist, würde ich euch bitten, dass ihr euch mal kurz absprecht und mir ein Feedback gibt, was denn jetzt stimmt. Ja, das machen Sie ja gerade. So lange kannst du ja mit den anderen beiden Fragen weitermachen. Das mache ich gerne. Ich wollte nur sagen, welche Frist jetzt, habe ich keine konkrete Meinung, aber dass wir eine brauchen, das hat sich vor allem letztes Jahr in Celle gezeigt, als wir das Wahlprogramm geschrieben haben. Wir haben hinterher wirklich 10 Tage lang durchgekeult, um daraus ein vernünftiges, redaktionelles Wahlprogramm hinzukriegen, weil vorher einfach keine Zeit vorhanden war, die Texte so oder die Anträge so zu überarbeiten, dass das halt im Vorfeld gemacht werden kann. Deshalb ist es auf jeden Fall notwendig, dass da irgendwie eine Frist zwischen ist, wo es nochmal überarbeitet, durchgelesen und redaktionell angepasst werden kann. Bei dem Antrag nach dem Muster NRW steht 2-mal ordentlicher Parteitag. Ich verstehe also den Unterschied nicht, wann 21 Tage und wann 42 Tage sein sollen. 21. Ja. Also bei dem NRW-Parteitag gibt es 2 Fristen, einmal 28 Tage und einmal 42 Tage. Also da steht 21, glaube ich. 28. Okay, dann kann ich das gerade. 28 und 42. Also die Frist von 28 Tagen bezieht sich auf alle Anträge, die nicht zu Satzung und Programm sind. Was wäre das zum Beispiel? Tagesordnungsänderung. Sonstige Anträge. Haben wir ja heute auch ein paar auf der Tagesordnung. Ja, sag doch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, was haben wir auf der Tagesordnung? Zum Beispiel Umstellung Einzug von der Mitgliedsbeiträge per Lastschrift haben wir heute auf der Tagesordnung. Okay. Das ist ein sonstiger Antrag und nicht ein Satzungsantrag. Ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, was haben wir da in unserer Satzung stehen? Also Ziel und Strategien des des Landesverbandes, sowas vielleicht irgendwo. Okay. Dann, wenn ich aber 42 sehe und den Rhythmus unserer letztjährigen Parteitage sehe, dann kriegen wir das kaum hin. Richtig, das ist auch ein Antrag, der sehr lange Antragsfristen hat und uns natürlich zwingt, uns dementsprechend darauf vorzubereiten. Ist durchaus mit Absicht, sicherlich auch in NRW so mit Absicht. So, du möchtest gern die Antwort haben, ne, von den dreien, die gerade draußen sind, dann würde ich darum bitten, dass jemand die mal kurz, ja, okay, der Nutella Berliner kommt schon. Wir warten auf dich. Saalmikro würde ich dir empfehlen. Weshalb wartet ihr auf mich? Weil der Antragsteller sich für die Lösung eurer Diskussion ob Freitag oder Montag interessiert. Also Mike Nolte und ich, wir haben noch keine Lösung gefunden. Jan und ich sind der gleichen Meinung. Prinzipiell schadet es nicht, die Frist länger zu machen, um 2 Tage. Allerdings ist es auch nicht zwingend aus meiner Sicht. Ich meine, um 2 Tage verlängern tut ja nicht weh, dann machen wir das jetzt einfach. Gut. Wir können es ja auf dem nächsten Parteitag zur Not wieder ändern. Das trifft dann auf alle deine Anträge, also auf alle Zeiträume mit aller deiner Anträge zu, richtig? Korrekt, ja. Gut. Könnt ihr das bitte irgendwie vermerken? So? Schön. Gibt es jetzt noch Fragen zu den Anträgen? Gut, dann können wir gleich zur Abstimmung kommen. Ich hätte gern mal auf dem Bildschirm die Anträge in der Übersicht. Ich würde vorschlagen, dass wir den mit der längsten Frist zuerst abstimmen. Das wäre dann der NRW-Antrag. Oder wie auch immer du das machst. Also wäre mein Vorschlag. Ich hätte es jetzt klassisch konkurrierend abgestimmt, aber... Okay, ich kann euch ja fragen.
Möchtet ihr das jetzt klassisch wie konkurrierende Anträge abstimmen? Also erst abstimmen, welchen ihr abstimmen wollt und den dann abstimmen? Oder wollt ihr zuerst den weitestgehenden? Okay, ja. Bitte melden, der es so machen möchte. Gut. Wer möchte den weitestgehenden Antrag zuerst abstimmen? Gut, dann machen wir eine klassische konkurrierende Anträge-Abstimmung. Das bedeutet, wir reden von den dreien, ne? 4 Wochen, 3 Wochen. Und NRW. Okay, gut. Das ist jetzt Approval, also worüber immer ihr abstimmen möchtet, könnt ihr jetzt die Karte heben. Und ich werde euch jetzt nach allen drei Anträgen fragen und der, der die meisten Stimmen hat, über den werden wir dann abstimmen. So, wer möchte über die Antragsfrist nach NRW abstimmen? Gut. Wer möchte über die Antragsfrist 4 Wochen abstimmen? Gut. Wer möchte über die Antragsfrist 3 Wochen abstimmen? Gut, 3 Wochen hat eindeutig gewonnen. Dann stimmen wir jetzt über den Antrag ab Antragsfrist 3 Wochen. Wer ist für diesen Antrag? Gut, wer ist dagegen? Dieser Antrag ist eindeutig angenommen. Dankeschön. Dann wüsste ich jetzt gerne, welchen Antrag, Moment, Uhrzeit. 19:18 Uhr. GO-Antrag, ja? Nee, es gibt keinen GO-Antrag auf Satzungsänderungsantrag. Schriftlich. Dann gebt es mir irgendwie hoch. Leute. Das war mehr als eine Zweidrittelmehrheit. Das waren irgendwie 4 Gegenstimmen. Ja, stell mal bitte einfach den GU-Antrag selber vor. Tolle Idee. Also es ist ein GU-Antrag des alten Vorstands. Und zwar der GU-Antrag geht auf Änderung der Tagesordnung, um einen Satzungsänderungsantrag vorzuziehen, den der alte Vorstand empfiehlt. Und zwar geht es darum, dass wenn die Satzung aufgenommen wird, dass der Vorstand dann Mitglieder aufnehmen kann für eine Gliederung, wenn diese handlungsunfähig ist. Das heißt, wir haben momentan den Fall, dass wir Gliederungen haben, die handlungsunfähig sind und können dort Mitgliedsanträge nicht bearbeiten. Damit das möglich wäre, bräuchten wir diese Satzungsänderung. Und das ist jetzt die Bitte, den Antrag vorzuziehen. Ihr seid ja motiviert. Gut, also ihr seid für diesen TO-Antrag. Ist jemand dagegen? Gut, dann ist der angenommen. Stellst du den vor? Dann gehe ich mal eben kurz. Brauchst du abstimmen? Nein, einfach Wortlaut, ne? Laut. Ja, das ist eigentlich nur die Einführung eines Satzes. Also, sollte der Vorstand der Gliederung handlungsunfähig sein, entscheidet die nächsthöhere Gliederung. Das ist eigentlich alles. Darum geht es. Steht aktuell im Paragraph 3.3. Der wird dann geändert und eben dann erweitert in dem Punkt. Gibt es dazu noch Fragen? Dem sieht nicht so aus. Gut, dann können wir den abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? Danke. Jemand dagegen? Der ist einstimmig angenommen. Beeindruckend. Vielen Dank. Wenn ihr die nächsten 10 Minuten so durchzieht, kriegen wir noch ein bisschen was hin. So, ich hätte jetzt noch gerne irgendwie was Kurzes so. Ja, wurscht. Ich hätte gerne den Antragsteller auf der Bühne. Gut, hättet ihr dann jetzt noch einen Antrag, der jetzt nicht zurückgezogen ist?
Na, dann zurückgezogen. Okay, möchte jemand den 1-1-Bezeichnung der Partei Piraten übernehmen? Ach, jetzt möchtest du ihn doch. Nein, ich stehe hier nur mal schon mal für den nächsten. Warte bitte wenigstens, ob jemand den 1-1 übernehmen möchte. Gut, dem sieht nicht so aus. Dann darfst du jetzt den nächsten vorstellen. Gut, ich glaube, der nächste Nachtragesordnung wäre jetzt Antragsreihenfolge von Parteitagen. Richtig, ja. Ich kann ja einfach mal anfangen sonst. Jetzt muss ich mal eben schauen. Okay, wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der TO, um den Punkt 2.1 vorzuziehen. Was ist 12.1, was ist das? Umbenennung des Landesparteitages. Wer möchte... Kevin Price, Umbenennung des Landesparteitags. Aber ich glaube, wir haben über den TO-Antrag noch nicht abgestimmt, ne? Ja, ja, ich weiß nur gerade nicht, warum Pitt sich aufregt. Gut, dann geh hin und stör nicht. So, wer möchte die TO ändern und diesen Antrag jetzt abstimmen? Bitte Karte heben. Wer ist dagegen? Gut, wir werden diesen Antrag jetzt behandeln. Dann bitte ich bitte den Antragsteller auf die Bühne. Noch 6,5 Minuten. Ja, ja, ich bin voll dabei gerade. Ich hab glaube ich schon 3 oder 4 Minuten. So, dieser Satzungsänderungsantrag ist ein ziemlich unwichtiger Antrag. Wenn wir den innerhalb der nächsten 5 Minuten nicht durchdiskutiert kriegen, dann ziehe ich ihn automatisch zurück. Es geht um eine kosmetische Sache. Es geht darum, das, was wir jetzt hier tun, Landesparteitag umzubenennen in Landesmitgliederversammlung. Wir haben in der AG-Satzung geprüft, dass das gesetzeskonform ist und ich denke, das ist so gut machbar. Der Grund, warum man das umbenennt, das ist zum einen ist das Landesparteitag. Das Wort ist vorbelastet. Andere Parteien machen Landesparteitage mit Delegierten. Immer wieder reden wir über uns in der Presse, dass wir Delegierte seien. Das ist Blödsinn. Wenn wir das Ganze umbenennen, dann beschreiben wir auch genauer, was wir eigentlich machen. Wir versammeln alle Mitglieder. Genau wie im Verein ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Das ist, was wir tun und das beschreibt eben viel genauer, was wir tun und nicht, was die anderen tun. Da ist eine Frage. Ein Kommentar dazu. Ich würde den Antrag so lange zurückhalten, noch mindestens bis zum Bundesparteitag wegen der SMV, wegen der ständigen Mitgliederversammlung, weil dann hätten wir 2 Mitgliederversammlungen. Das eine wäre die ständige, das andere wäre die Landesmitgliederversammlung. Wäre ein bisschen komplizierter vom Begriffen her, dann das auseinanderzuhalten. Von daher finde ich im Moment noch diesen Landesparteitag zur ständigen Mitgliederversammlung wären 2 wunderbare konträre Punkte. Das eine ist real in einem Raum, das andere ist ständig überall im Internet. Ja, darauf möchte ich antworten, dass ich es als komplett unproblematisch sehe, eine Real-Life-Mitgliederversammlung und eine ständige Mitgliederversammlung online zu haben. Ich würde eher die Online-Versammlung nicht Versammlung nennen, weil es keine Versammlung ist. Gut, dann, ja, ich bin dabei. So, wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Gut, der Antrag ist angenommen. Danke. Cool, vielen Dank. Das war unser letzter Landesparteitag. Mike, hier ist doch ein GO-Antrag. Bevor du jetzt... Ist der GO-Antrag zulässig? Den kürzlich eingegangenen GO-Antrag verschieben wir aus Zeitgründen auf morgen. Dabei geht es um die Neuauszählung der Stimmen.
Und jetzt übergebe ich an Mike. Danke. Ich werde das kurz begründen. Den auszuzählen würde den ganzen Kladderadatsch bedeuten von Wahlleiter, Wahlhelfer, Aufschreiben etc. kriegen wir wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten nicht durch. Deswegen merken wir uns den für morgen früh. Dann behandeln wir den gerne. Und für heute machen wir Schluss. Wir vertagen den Parteitag auf morgen. Noch ist es ein Parteitag. Den vertagen wir auf morgen früh 10 Uhr. Wir werden uns alle Mühe geben, möglichst pünktlich um 10 Uhr zu beginnen. Ich würde hoffen, euch dann auch entsprechend zahlreich morgen früh wiederzusehen. Die Akkreditierung muss mir noch sagen, ab wie viel Uhr morgen akkreditiert werden kann. Einlass ist ab 9 Uhr. Okay. Und ab 9 Uhr wird auch akkreditiert oder kann akkreditiert werden. Vorher ist auch kein Einlass möglich. Ja, das habe ich heute schon mal gesagt. Ich hatte versprochen, das zu wiederholen, zur Erinnerung. Bitte behaltet eure Bändchen an, ne, die rosa Bändchen für die Akkreditierung. Bitte behaltet die. Behaltet auch eure Stimmkarte, bitte. Beides wird morgen benötigt. Ihr werdet morgen nicht erneut akkreditieren müssen, sondern ihr könnt mit der Karte und dem Bändchen von heute morgen wieder teilnehmen. Einfach nur alles anlassen. Achim, dein Mikro ist noch offen. Ja, des Weiteren ist jetzt ein Tisch im Mephisto reserviert. Das Mephisto in Miesburg, das ist in der Nähe von Meyers Garten, das ist nur ungefähr 200 Meter von hier, da kommt man auch ganz locker zu Fuß hin und da, ja, da gibt es Essen und Trinken und Piraten. Danke. Dankeschön und bis morgen für alle anderen. Gibt es noch irgendeine Durchsage? Ja, ich möchte gerne mitfahren. Ich ziehe mir mein Jäckchen an und dann macht Dalli, genau. So, danke, bis morgen.